Seid herzlich gegrüßt. Die weißen Tasten haben ja alle Namen. Die kennen wir schon. Hier ist das F unterhalb von den drei schwarzen. Dann gibt es das G, A, H. Dann kommt C, D, E. Ja, und auch da drunten. Da heißen C, D, E. Wie ist es aber mit den schwarzen Tasten? Die braucht gar nicht zu heulen. Die hat sogar zwei Namen. Einen zeige ich euch. Es könnte ein F sein, das man ein bisschen höher gemacht hat. Das klingt auch höher. Das ist ein F. Und das ist der. Wie malt man den? Man malt erstmal ein ganz normales F hin, wie von Face. Und jetzt macht man den Fahrstuhl nach oben hin. Ein Kreuz. Und jetzt haben wir diesen Ton. Zwei gerade Linien nach unten, zwei bisschen schräge nach oben. So ergibt sich dazwischen eine Raute und die muss genau dort sein, wo auch der Notenkopf ist. Und jetzt ändert sich sogar der Name. F hieß der ja vorher, jetzt heißt er Fis. Wir hängen IS hin. Das kann ich mit jedem Ton machen. Auch dieses A kann ich mit dem Kreuz nach oben bringen und dann bin ich auf der Taste. Die heißt jetzt A ist. A. Kreuz davor ist. Und noch ein Beispiel. Der da überlegt selbst. Das C, richtig, das ist höher geworden. Der Ton heißt, richtig, Cis. Das ist dieses tiefe C von C und A. Das wäre das Kreuz davor. Und er heißt jetzt nicht mehr C, sondern Cis. Kann ich mit jedem Ton machen? Tschüss.